Moin liebe Sportskameraden, euer Görg hier am Start. In diesem Video geht es darum, wie wichtig Entspannung für euch ist und auch mal das Abschalten, den Kopf ein bisschen frei kriegen und ja, alles dazu hier in dem Video. Ja, Tag auch. So ein paar Leute haben mich gefragt, wieso hast du 3-4 Tage keine Videos gemacht? Was war da los? Wieso kam da nichts? Ja, und ich muss einfach sagen, ich war die letzten 3-4 Tage mal unterwegs. Ich war im Sauerland, in Winterberg, mal ein bisschen relaxen, mal so ein bisschen von der Großstadt Berlin frei zu werden, so ein bisschen Kopf frei kriegen. Und ja, für mich war das eigentlich gar nicht so einfach, ne? Weil wenn ich dann, ich war halt vorher so gut trainiert, war in einer guten Form, habe mich gut ernährt, lief ganz gut Form und so. Und auf einmal kommen dann so 3 Tage, wo du einfach komplett rauskommst, kein Training, wahrscheinlich auch eine schlechtere Ernährung. Ja, auch für mich schwierig dann zu sagen, hey, machst mal ein paar Tage keine Videos, arbeitest nicht und so, einfach mal abschalten. Und vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr einfach eine gute Form habt, es läuft ganz gut und dann kommen echt so ein paar Tage, die euch einfach gar nicht reinpassen in euer Konzept, wo ihr einfach euch einfach nur Gedanken macht, wie kann ich trainieren, wie kann ich das und so. Und das war für mich auch der Punkt, obwohl ich eigentlich das wollte. Ja, ich wollte ja eigentlich wirklich abschalten, habe das geplant auch und dann kam das halt einfach. Und ich habe trotz allem irgendwie den Kopf nicht frei bekommen und habe mir immer vorher Gedanken gemacht, scheiße, was nimmst du alles mit? Kannst du irgendwie einen Tube mitnehmen? Kannst du irgendwie Kurzhanteln mitnehmen? Was kannst du dort machen an Training? Kannst du dort schwimmen? Kannst du Mountainbike fahren oder so und so weiter? Und ich habe trotz diesen Tagen, die ich eigentlich geplant habe zum Abschalten, es wirklich nicht so 100% geschafft, irgendwie da abzuschalten und den Kopf frei zu kriegen. Natürlich war das mal einfach so eine Befreiung für mich, mal hier aus Berlin raus, mal so schön, ja, so Rothaargebirge, Luft, so schön Bächchen und Wäldchen, ne, das ist einfach mal, das macht dich schon ein bisschen frei und ein bisschen, ja, da fühlt sich wieder besser, wenn du mal frische Luft hast. Aber ich hatte auch immer irgendwie so mein Handy dabei und musste versuchen, einfach das mal abzustellen, ne? Und das merkt man dann erstmal, dass man echt so ein bisschen, ja, vielleicht sportsüchtig ist und da nicht mehr so ganz rauskommt. Und ich denke, das ist auch meine Ansicht, wieso ich das vielleicht jetzt auch mal öfters mache, man muss sowas wirklich lernen, man muss versuchen zu lernen, den Kopf frei zu kriegen. Also beim Training bekomme ich das schon ganz gut hin. Also ich nehme zum Beispiel zum Fitnesstraining, ich nehme nie mein Handy mit. Also ich nehme nie mein Handy mit, dass mich bloß keiner in den 1-2 Stunden, wo ich trainiere, dass mich dort bloß keiner anruft, dass ich bloß nicht bei Facebook gucke, dass ich bloß kein YouTube oder sowas anmache. Also dass ich wirklich komplett mindestens meine 1-2 Stunden da komplett frei bin von irgendwelchen, sage ich mal, Störfaktoren. Und das ist einfach auch für mich noch schwierig, sowas zu machen, wenn ich mal sage, ich gehe mal 2-3 Tage weg, dass ich mal sage, ich lasse meinen Laptop da, ich lasse meine Kamera da. Ich habe es mal geschafft, keine Videos zu machen, ja. Ich wollte auch schon wieder dort Videos drehen, ob es irgendwelche Fun-Videos sind oder sonst was, aber ich habe es einfach geschafft, die Kamera mal da zu lassen. Selbst sowas fiel mir schwer, weil ich in jedem Augenblick dachte, hey, jetzt kannst du doch eigentlich voll das coole Video machen, das ist gutes Material. Also man denkt schon in in dieser Hinsicht, dass man immer noch was Besseres machen möchte oder noch mehr dort auch erreichen möchte. Und das muss man wirklich lernen. Und das ist einfach mein Ding, was ich euch mal mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr mal wirklich so ein paar Tage habt, wo ihr aus dem Alltag rauskommt, dann nutzt es vielleicht mal wirklich, schaltet ab. Ja, geht mit euren Freunden auch mal ein Bierchen trinken. Ich habe es auch gemacht, auch nicht mal mit dem besten Gewissen habe ich mein Bier getrunken. Ich habe auch nicht viel getrunken, ja. Ich habe 2-3 Bier am Abend getrunken. Selbst das ging auch nicht so gut mit einem guten Gewissen. Aber das muss man wirklich lernen, um zu sagen, hey, 3 Tage sind mal wirklich Erholung. Da trinke ich mal ein Bier, da esse ich auch mal was Ungesundes. Mache mich so ein bisschen gesellschaftsfähig, ja. Relax und dann geht es wieder von vorne los. Jetzt gleich habe ich schön, wir haben Pull-Day, Rücken, Bizeps. Und eigentlich fühle ich mich jetzt auch eigentlich sehr fit. Also es ist nicht so wie im Alltag, dass man, wenn man 3 Tage trainiert hat, dann sagt, oh komm, jetzt geht noch ein Tag. Sondern wirklich, ich freue mich jetzt aufs Training. Ich werde gleich auch alles geben, richtig reinhauen. Und ich denke auch, der Körper spürt das, wenn er ein bisschen Entspannung bekommen hat und man wirklich ein paar Tage abschaltet. Und deswegen meine Empfehlung, mein Tipp für euch, wenn ihr mal so 3-4 Tage habt, wo ihr auch vielleicht zwangsweise aus eurem Training herauskommt, dann nehmt es einfach mit und seht es einfach als Entspannung und auch als Regeneration für euren Körper und für die Muskulatur, für euer Nervensystem, dass ihr einfach mal abschaltet. Und ich denke, das ist auch ein Ding, was ich selbst mit 26 Jahren oder auch meiner Aktivität als Trainer, als YouTube-Fitness-Typ und so weiter immer noch lernen muss, mir zu sagen, pass auf, du musst jetzt mal 3 Tage abschalten, dort darfst du auch mal deine Ernährung ein bisschen vernachlässigen, dort darfst du auch mal nicht arbeiten, sondern musst einfach mal abschalten. Und das tut jedem gut und mir hat es auch jetzt eigentlich ganz gut getan, obwohl es hätte noch besser sein können für mich, ja. Aber wie gesagt, nehmt es einfach mal mit, wenn solche Tage kommen,
ja, lasst diese Tage auch so, wie sie sind. Ja, geht mit euren Freunden mal einen reinscheppern, haut euch mal irgendwie auch irgendwie ein Stück Kuchen rein und dann sind das 2-3 Tage vielleicht und dann geht's wieder richtig los. Dann ist euer Körper wieder frisch, der freut sich dann wieder auf ein gesünderes Leben, auf gesündere Tage, auf hartes Training und das werde ich gleich angehen, gleich geht's los. Dann, ja, ich habe hier, ich guck mal kurz, weiß ich euch die Tage, zack, da bin ich wieder, habe ich jetzt bekommen, klingt sehr vielversprechend, ein Bio-Eiweiß, ein Eiweiß ohne Zusatzstoffe, mit einer sehr hohen biologischen Wertigkeit, ist auch Molkprotein, also kein Sojaschrott oder so. Das werde ich die nächsten Tage vorstellen. Und dann schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Möchtet ihr wieder ein paar Home-Videos sehen, vielleicht einen Trainingsplan oder was ist interessant? Fragen hier oder bei AskFM, ich würde mich freuen. Und mein Tipp, nehmt es mal mit, relaxt mal ein bisschen, nehmt euch mal 2-3 Tage und nutzt sie dafür, um abzuschalten. Ich bin raus, geht schön pumpen, euer Görgi. Ciao. Y'all could all relate to me. If you see a better opening, then take it with me, yo. Think fast, came to erase my past. I won't deny, my pace hasn't always been fast. I will be back, trust me if you can. I'm a better man now, you're a part of the plan.